Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die zum ersten Mal hier sind, hi, ich bin Becky und auf diesem Kanal dreht es sich rund um die Themen Studium und Studentenleben. Heute sprechen wir über ein Thema, das so hot ist wie das Wetter draußen. Und wer seit Originalzeiten dabei ist auf diesem Kanal, weiß, dass dieses Video ein Remake ist. Ich habe das Video schon mal gedreht vor langer, langer Zeit. Das war mein zweites YouTube-Video überhaupt. Entsprechend ist die Qualität dieses Videos und deswegen machen wir das heute neu. Wir hatten in unserer WG auch gerade wieder eine WG-Suche, um jemanden für das Zimmer aufzufüllen. Wir hatten ein freies Zimmer und ich habe genau die gleichen Fehler gesehen. Dann dachte ich mir, offensichtlich haben nicht genug Leute mein YouTube-Video gesehen, also machen wir weiter. Mein allererster Tipp ist kein richtiger Tipp, aber ihr sollt unbedingt entspannt bleiben. Es ist so wichtig, dass man bei der WG-Suche einfach mal ein bisschen durchatmet und nicht so verzweifelt wirkt. Weil glaubt mir, Verzweiflung kann man aus E-Mails herauslesen, Verzweiflung merkt man in den Gesprächen und je verzweifelter ein Mensch, desto eher sind die E-Mails meistens nicht so sympathisch. Das heißt, lieber bevor ihr eine E-Mail schreibt oder bevor ihr ein Gespräch geht, nochmal tief durchatmen. Ich kann euch sagen, ich kenne keine Person, die länger als eine Woche jemals in der Jugendherberge übernachten musste, weil sie kein WG-Zimmer oder keinen Wohnheimplatz bekommen hat. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall was finden. Es wird schon irgendwie kommen und vielleicht ist die erste Wohnung nicht die schönste, aber ihr habt immer noch die Möglichkeit, wenn ihr vor Ort seid, nochmal umzuziehen. Das machen sogar die meisten. Das heißt, entspannt bleiben und nicht so verzweifelt sein, auch wenn das leichter gesagt als getan ist. Mein nächster Tipp ist, dass man alles anschreibt. Hier bin ich jetzt ein bisschen entgegen zu dem, was ich im letzten Video gesagt habe, und zwar mit Alterslimits wird es inzwischen ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt den Fall in unserer WG, dass unser Vermieter tatsächlich ein Alterslimit auferlegt hat. Das heißt, wir hatten keine Kontrolle darüber und das war natürlich doof, aber dann war es halt auch echt ätzend, mindestens 20, 25 E-Mails zu bekommen von Leuten, die einfach zu jung waren. Wir haben auch in die Anzeige extra reingeschrieben, dass es ein Alterslimit vom Vermieter ist und nicht von uns. Und wenn so ein expliziter Kommentar nochmal drinsteht, dass das Alterslimit eingehalten werden soll, dann solltet ihr euch vielleicht da nicht bewerben. Ist das aber nur so in dem Ding angegeben, dann kann man sich schon mal drauf bewerben. Ich habe meistens mein Alter gar nicht in WG-E-Mails erwähnt. Das andere Ding ist auch, Sachen anzuschreiben, die keine Bilder drin haben. Ganz oft wird man ein bisschen dadurch abgeschreckt, wenn keine Bilder von einem WG-Zimmer drin sind. Aber ganz oft sind das trotzdem sehr schöne Zimmer. Und manchmal verwalten das die Vermieter und die wollen einfach die Privatsphäre des Mieters ein bisschen berücksichtigen. Also wir haben eine tolle WG-Wohnung mal bekommen und es waren keine Bilder drin, aber wir haben es trotzdem angeschrieben und es hat sich wirklich ausgezahlt. Das heißt einfach so viel anschreiben wie nur möglich, dann erhöht ihr eure Chancen, auch eine Antwort auf eure E-Mail zu bekommen. Das nächste ist ein bisschen über die E-Mail. Ich habe nochmal ein Video speziell nur über WG-Bewerbungs-E-Mails gemacht, das könnt ihr unten sehen. Aber das Wichtigste ist, schreibt bitte keinen Steckbrief. Wenn ihr euch in der E-Mail vorstellt, wie in Germany's Next Topmodel jemand vorgestellt wird, so mit Hi, ich bin Lisa, 16 Jahre alt und komme vom Bodensee, dann ist die E-Mail einfach nicht so wirklich interessant. Erklärt in der E-Mail, was eure Hobbys sind, was ihr wirklich gerne macht und sagt auch nicht nur gerne, dass ihr gerne liest, sondern sagt vielleicht auch ein paar Titel oder gerade die Serien, die ihr guckt und nicht nur sagen, ich lese gerne und schaue gerne Serien, weil, große Überraschung, die meisten Leute lesen gerne und schauen gerne Serien. Das heißt, ihr solltet ein bisschen mehr Charakter in die E-Mail reinbringen und wirklich versuchen, euch als Person darzustellen. Das andere Ding ist auch, einfach authentisch zu sein. Also, wenn ihr es gerne sehr sauber habt, dann sagt das ruhig in der Mail. Auch wenn das vielleicht ein bisschen putzfimmelig klingt, ganz ehrlich, wenn ich das lese in einer WG-E-Mail, freue ich mich wie Heu, weil es einfach so gut ist, Leute zu haben, die wissen, was sie haben wollen. Und wenn ihr Personen seid, die einfach gerne weggehen, ihr müsst nicht sagen, ich will jedes Wochenende Saufparty machen, aber ihr könnt einfach sagen, hey, ich gehe gerne weg, ich will das genießen, dass ich jetzt ausgezogen bin und so und will ein paar Sachen ausprobieren. Und dann werdet ihr auch die Leute finden, die das in Ordnung finden. Und dann gibt es auch im Nachhinein nicht so viel Stress. Das nächste ist, WG-Erfahrung nicht zu erzwingen. Und das ist ein Riesending und ich habe das Gefühl, dass das sehr viele Erstis machen. Ganz oft gehen ja also Leute nach der Schule irgendwie 3 Monate weg in eine Sprachschule oder so und leben da halt das erste Mal in der WG. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch in der WG bewirbt, werden da unter anderem Leute dabei sein, die halt echt langjährige WG-Erfahrung haben. Ich habe zum Beispiel schon 7 Jahre WG-Erfahrung. Wenn mir gegenüber irgendwer in der E-Mail schreibt, ich war 3 Monate in Sprachschule,
Spanien und habe da WG-Erfahrungen gesammelt, kann ich einfach nur drüber lächeln. Also versucht es nicht zu erzwingen. Ihr könnt ruhig erwähnen, dass ihr 3 Monate in Spanien in einer WG gelebt habt, aber ihr müsst nicht schreiben, ich bin Ersti, aber ich habe schon WG-Erfahrung, denn ich war. Ihr könnt einfach sagen, ich war im letzten Jahr in Spanien. Ich habe da einen Sprachkurs gemacht. Da war ich 3 Monate mit 3 anderen Mitbewohnern in einer Wohnung und es war ganz toll. Blablabla. Ihr könnt versuchen, das in den natürlichen Fluss der E-Mail einzubauen, aber versucht bitte nicht, den Satz zu äußern, ich habe aber schon WG-Erfahrung, wenn das weniger als ein Jahr ist, weil das ist meistens einfach nicht vergleichbar zu dem, was die Personen dort in der WG haben. Aber ich finde, auch wenn ihr gar keine WG-Erfahrung habt, kann man das sehr offen kommunizieren. Ich finde, es ist nicht zwingend ein Nachteil, sondern es ist eher, wie man damit umgeht. Also wenn ihr reinschreibt, hey, ich freue mich schon total drauf, in der WG zu wohnen, ich bin schon richtig gespannt, wie das ist und ich freue mich drauf auszuziehen, ich freue mich drauf, eine neue Stadt kennenzulernen oder eine neue Routine aufzubauen, dann könnt ihr das auch ruhig in die E-Mail schreiben und ruhig reinschreiben, dass ihr euch drauf freut, einfach einen neuen Alltag zu haben oder eine neue Art Leben zu haben. Das signalisiert auf jeden Fall, dass ihr offen gegenüber seid, Dinge auch zu lernen und euch irgendwo auch bewusst seid, dass ihr euch weiterentwickeln werdet in der WG. Weil es ist nun mal so, wenn man keine WG-Erfahrung hat, ist es eben eine neue Erfahrung und man lernt dabei auch wahnsinnig viel. Und wenn man mit dieser Einstellung da reingeht, es ist deutlich sympathischer und authentischer, als irgendwie verzweifelt irgendwelche WG-Erfahrungen herzuzaubern. Das nächste ist nicht für alle möglich, aber ein sehr wichtiger Tipp ist, dass ihr vor Ort seid. Ich bekomme bei Instagram immer wieder mal Nachrichten von Leuten, die wirklich sehr weit weg von ihrem Studienort leben, also 6 oder 7 Stunden weit weg. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, aber selbst wenn ihr so weit weg wohnt, würde ich euch empfehlen, einmal zumindest zu eurer Stadt zu fahren und vielleicht 2 Tage dort zu verbringen, in der Jugendherberge zu übernachten und zu versuchen, alle WG-Besichtigungstermine in diese 2 Tage reinzupacken. Wenn das budgetmäßig nicht geht, dann geht das natürlich nicht. Ihr werdet auch über Skype eine WG finden, aber seid euch bewusst, dass es deutlich mehr Arbeit einfach brauchen wird. Wir bekommen nämlich so viele E-Mails, wir haben unser Zimmer reingestellt und wir haben innerhalb von 1 Stunde 60 Anfragen bekommen. Und wenn man so viele hat, nachdem wir das dann mit dem Alter raussortiert haben, waren 20 richtige E-Mails dabei und dann haben wir eben die Leute eingeladen, die auch tatsächlich vor Ort sind, weil das einfach schneller ging und weil wir so eine große Auswahl hatten, dass wir natürlich die Leute auch bevorzugen konnten. Das heißt nicht, dass ich niemals jemanden über Skype casten würde. Ich habe auch einen ganz tollen Mitwohner schon über Skype gehabt, aber seid euch bewusst, dass wenn ihr weiter weg seid, es einfach ein bisschen schwieriger wird und wenn es irgendwie möglich ist, dann plant euch mal 2 Tage ein, wo ihr eine WG suchen könnt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Mein nächster Tipp ist, dass ihr Getränke und Snacks im Gespräch annimmt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber jedes Mal, wenn ich WG-Gespräche führe, um jemanden für ein Zimmer zu suchen, ist es immer das Gleiche. Die Leute nehmen nichts an. Und ich meine, es ist eigentlich nichts Schlimmes, aber ich finde es trotzdem komisch. Du kommst rein und du hast ganz viel irgendwie, du redest super viel, das wird alles trocken. Außerdem ist es super awkward, man lernt sich das erste Mal kennen und da ist es doch auch schön, irgendwie was in der Hand zu haben. Also wenn euch ein Wasser angeboten wird, ein Kaffee angeboten wird, dann sagt doch gerne ja. Oder wenn ihr gerade einen Kaffee bei einer WG-Besichtigung davor getrunken habt, könnt ihr sagen, oh, ich hatte gerade einen Kaffee, aber keine Ahnung, ein Glas Wasser oder sowas. Und einmal habe ich sogar für eine WG-Besichtigung extra Kekse gebacken. Ich hatte einfach Lust an dem Tag drauf und niemand hat diese Kekse genommen. Und die einzige Person, die wir genommen haben, die hat die Kekse gegessen. Das heißt, nehmt einfach die Sachen an, nehmt ein Getränk an oder ein Wasser. Es ist immerhin auch etwas, woran ihr euch festhalten könnt und das ist ja auch eigentlich ganz angenehm in einem Gespräch. Mein nächster Tipp ist, mal wieder Entspannung und zwar auch entspannt ins Gespräch zu gehen. Und wenn ihr nervös seid, was ja eigentlich total normal ist, dann könnt ihr das auch offen kommunizieren. Also ich finde, man muss nicht, wenn man zum allerersten Mal eine WG-Besichtigung durchmacht oder erst das zweite Mal oder so, ist es total normal, dass man bei diesen Gesprächen aufgeregt ist. Es ist absolut normal. Ihr solltet euch überhaupt nicht blöd fühlen und ihr solltet gar nicht erst dann versuchen, irgendwie das zu überspielen und dann inauthentisch zu wirken, weil das ist eher nicht so gut, sondern sagt einfach ganz ehrlich, hey, boah, ich bin gerade echt ein bisschen nervös, sorry, ich habe das noch nie gemacht und so. Und das wirkt im Zweifel immer deutlich sympathischer als Nervosität und irgendwie versuchen, das unauthentisch zu überspielen. Das heißt, bleibt entspannt und wenn ihr nervös seid, sagt es einfach, es ist nicht schlimm, es kann passieren. Ihr solltet euch vor dem Gespräch vielleicht auch noch ein paar Dinge zu euch selbst überlegen. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber ganz oft geht man in dieses Gespräch, man ist ein bisschen nervös und dann sitzt man zusammen am Küchentisch und dann fragen die anderen Personen, ja und, was machst du so in deiner Freizeit? Und dann kommt auf einmal so ein Blank.
Erzählt ruhig ein bisschen über euch. Das ist vollkommen in Ordnung, ein bisschen über euch zu reden. Eigentlich soll man das ja nicht immer. Aber ihr seid ja dafür da. Ihr seid zu einem Casting da. Die Leute wollen wissen, kann ich mit dieser Person zusammenleben oder nicht. Das heißt, erzählt ruhig von euren Hobbys, von dem, was ihr im letzten Jahr gemacht habt, was ihr vorhabt in der neuen Stadt. Also falls ihr auch noch nicht wisst, was ihr weitermachen könnt, dann sagt das ruhig. Sagt, hey, ich habe bisher immer Schwimmen gemacht, ich habe bisher immer Turnen gemacht und ich muss dann erstmal gucken. Aber erzählt ruhig ein bisschen über euch selbst und darüber, wer ihr so seid und was euch auch so ausmacht. Mein nächster Tipp ist auch super wichtig, und zwar Rückfragen zu stellen an eure zukünftigen Mitbewohner. Wenn wir nämlich alle ganz ehrlich sind wollen, auch wenn wir nach WGs suchen, nicht mit jeder einzelnen Person, die wir da sehen, zusammenwohnen. Und deswegen ist es auch super wichtig zu verstehen, wer überhaupt euch gegenüber sitzt. Das heißt, ich finde es immer super wichtig, nochmal Rückfragen zu stellen, was die eigentlich so gerne machen. Wie sieht eigentlich der Alltag von euren zukünftigen Mitbewohnern aus? Was machen die so? Was machen die in ihrer Freizeit? Wie machen sie in der WG Sachen zusammen? Machen die oft was zusammen oder nicht? Also, dass man auch versucht, ein bisschen zu erfassen, wie sieht das WG-Leben aus und was sind die Gemeinsamkeiten und die Sachen, wo ihr vielleicht euch unterscheidet. Ich finde das ziemlich wichtig. Außerdem redet jeder eigentlich ganz gerne über sich selbst. Das heißt, wenn ihr eure zukünftigen WG-Mitbewohner also ein bisschen ausfragt, ist es eigentlich auch immer eine gute Sache. Und meistens entwickeln sich dann erst richtig gute Gespräche und so bleibt man ja letztendlich auch im Kopf hängen, wenn man ein schönes Gespräch miteinander hatte. Es ist auch super wichtig, die formellen Sachen zu klären. Das heißt zum Beispiel, welche Mietform. Also gibt es einen Hauptmieter und es gibt mehrere Untermieter? Oder mietet jeder sein eigenes Zimmer? Oder sind alle gemeinsam in einem Vertrag, also alle gemeinsam Hauptmieter? Das sind so ein paar Sachen, die ihr klären solltet, ob ihr irgendwelche Möbel übernehmen müsst, ob es irgendwas in der Küche gibt, was man mitbringen sollte, ob es einen Fahrradabstellplatz gibt, ob es eine Waschmaschine gibt. Und das sind so die Dinge, die ihr generell ein bisschen klären solltet, also auch formelle Sachen, damit ihr auch wisst, in welche Situation ihr gerade hereinkommt und ob das auch die richtige Situation für euch ist. Nach dem Gespräch sollte man sich auch richtig von allen Personen in der WG nochmal verabschieden. Ich hatte es schon richtig oft, dass die Leute dann einfach ganz am Ende so, ja, ciao, und dann einfach gegangen sind. Aber ich finde es eigentlich immer noch mal ziemlich freundlich, jedem noch mal richtig in die Augen zu sehen und an der Tür noch mal zu sagen, ja cool, danke für die Einladung, es war schön, euch kennenzulernen und so. Wir hören dann voneinander und noch mal richtig Tschüss zu sagen, statt einfach so, ja okay, ich gehe jetzt, ciao, irgendwie zu machen. Mein letzter Tipp ist, bei einer Absage auch freundlich darauf zu antworten. Manchmal kommt es nämlich vor, dass eine WG sich eine Person raussucht, aber die Person in der Zwischenzeit schon was anderes gefunden hat. Und dann müssen sie aus dem vorherigen Bewerberpool auch jemanden raussuchen, den sie gemocht haben. Und vielleicht sagen sie euch ab, aber vielleicht wart ihr genau die Zweitwahl. Und wenn ihr dann nochmal ehrlich drauf antwortet und ganz nett drauf antwortet und sagt, hey, cool, vielen Dank für die Mail und so, ja, tut mir leid, schade, ich hätte gerne bei euch gewohnt und so, aber kann ich natürlich verstehen, ihr müsst das machen, was für euch am besten ist. Wenn ihr ganz lieb auf diese E-Mail antwortet, dann bleibt man auch gerne mal im Hinterkopf hängen und vielleicht kriegt ihr das WG-Zimmer dann doch nochmal angeboten. Das heißt, es lohnt sich immer, wirklich über den ganzen Prozess hinaus freundlich zu bleiben und auch bei einer Absage nochmal irgendwie anzumerken, hey, danke nochmal für die Einladung, danke für eure Zeit, schade, wäre gerne da gewesen, aber cool für euch und viel Spaß mit den neuen Mitbewohnern. Das sind im Wesentlichen all meine Tipps. Genau die gleichen, wie ich sie eigentlich letztes Jahr gebracht habe. Ich finde sie nämlich nach wie vor immer noch super wichtig. Und das, finde ich, sind immer noch die Tipps, die alle anderen sehr oft noch nicht so gut machen. Also hoffe ich, dass euch das hilft. Falls ihr weitere Tipps habt, dann lasst sie doch bitte in den Kommentaren. Ich finde es immer unheimlich spannend zu hören, was für euch auch so gut funktioniert hat, was ich vielleicht noch nicht ausprobiert habe. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Allerdings sind das dann vorgefilmte Videos, weil ich dann im Urlaub bin. Wer also Lust hat, ich bin ab dem 9. September in den USA und wer Interesse hat, das ein bisschen zu verfolgen, sollte mich vielleicht auf Instagram aufsuchen, weil ich da ein bisschen Insights, Story und so weiter gebe, wie mein Urlaub so ist. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Bis dann.